Tag 22 meiner Challenge, der 21.8. Heute ist Tag des Geocachings. Ich kenne mich ehrlich gesagt mit Geocaching überhaupt nicht aus. Ich habe das auch noch nie gemacht. Ich weiß nur, dass es so eine Art GPS-Schnitzeljagd ist, dass man die geografischen Koordinaten für Verstecke ins Internet eingibt und man dann mit Hilfe von Apps oder auch irgendwelchen Landkarten, keine Ahnung, über GPS-Koordinaten diese Verstecke suchen kann. Somit ja doch eine ganz schöne Idee, dass man dann draußen ist mit seinem Handy und unterwegs an der frischen Luft. Nichtsdestotrotz finde ich schon, dass man sehr viel auf ein Handy schaut und die Umgebung gar nicht mehr so richtig wahrnimmt. Es wird sehr viel fokussiert auf das Handy und die schöne Natur, mit der wir uns verbinden sollten und die uns auch Kraft gibt, wird vernachlässigt. Das ist mein Motto für heute und ich fange wieder an. Heute habe ich wieder einfach drauf losgemalt. Ich habe mir, während ich das Thema vorgestellt habe, überlegt, was ich machen kann und habe jetzt heute festgestellt, dass ich doch freier bin, wenn ich eher nicht ganz realistisch zeichne, sondern eher illustrativ. Ich bin ja auch nun kein Profi. Profis können das natürlich klar, mit winzigen Strichen einen Menschen zu zeichnen, den man sofort erkennt. Aber das kann ich nicht und ich schaffe es nur, wenn ich wirklich sehr, sehr lange an einem Bild sitze.
Ja, das ist mein Bild zum Thema heute, Geocaching. Ich habe ein Mädchen gemalt, das mit ihrem Handy unterwegs ist im Wald. Ihren Blick auf dem Handy hat, wo sie hin muss. Ich habe die Bäume noch grün gemacht, damit der Fokus auf der Natur liegt und der Blick des Mädchens dann auch vielleicht irgendwann zu der Natur übergeht und die Natur genießen kann. Das war's für heute und morgen wieder ein neues Video. Ich möchte noch einmal anmerken, dass es heute auch wieder mehrere Mottos gab. Ich hatte mich jetzt für dieses eine entschieden. Eins, was mir noch am Herzen lag, ist, dass heute eigentlich auch Tag der obdachlosen Tiere ist. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo die Ferienzeit hinter uns liegt und so viele Tiere wieder abgegeben worden sind in der Ferienzeit, weil sich viele in der Corona-Zeit dann doch Tiere zugelegt haben und im Endeffekt, wenn wieder die Normalität anfängt, festgestellt wird, dass doch keine Zeit für ein Haustier ist. Ich wollte nur noch mal daran erinnern, dass man die Seele der Tiere doch gut behandeln soll und sich genau überlegen soll, ob man sich ein Haustier anschafft oder nicht. So, das war es jetzt dann wirklich für heute. Bis morgen.